Täglich grüßt die Autobatterie. Jetzt verstehe ich, warum ich die wunderschönen Dinger tagtäglich verkaufe. Ohne die geht's halt nicht. Aber jeden Tag oder jeden zweiten Tag damit das Auto zu starten, ja. Lass uns gemeinsam bei diesem wunderschönen Auto Audi Q7 4,2 Liter die Autobatterie erneuern. Viel Spaß bei diesem Video. Mit diesem Jumpstarter können wir ca. 35 Mal das Fahrzeug ohne Probleme starten. Wir haben einmal Dieselmotoren bis zu 6 Liter, welche wir damit starten können, und Benzinmotoren bis zu 8 Liter. Und ich werde das Auto geschwind mal umstellen, damit wir auch die Fahrzeugbatterie sauber tauschen können, damit ich die Türen komplett aufbekomme. Und schaut mal. So, meine Hübschen, ich würde euch raten, erstmal die Fahrzeugbatterie laufen zu lassen oder das Fahrzeug, den Motor anzulassen, damit ihr den Sitz auch verstellen könnt. Wie ihr wahrscheinlich auch wisst, bei Touareg, bei Q7, beim Cayenne befindet sich die Fahrzeugbatterie unter dem Fahrersitz. Deswegen hoffe ich mal, dass bei diesem Auto es genauso der Fall ist. Wir können mit euch einmal hier die Teppiche rausnehmen, am besten ausklopfen. Dann haben wir ja hier, seht ihr, und da haben wir ja Öffnung und alles, gell? Das heißt, der Sitz muss einmal nach hinten zurückgefahren werden. Jetzt gucken wir mal, weil wir müssen danach die Verkleidung hier loswerden. Seht ihr, einmal hier, zack. Und wegschiebe das Ganze. Das sind einmal die Plastikabdeckungen links und rechts nicht vertauschen. Bei manchen gehen die Schwere raus. Da wurde wahrscheinlich schon mal irgendwas gewechselt, seht ihr. Weil normalerweise ist es dann auch eingerastet. Bitte nicht kaputt machen. Am meisten sind ja auch hinten eingerastet, seht ihr. Hier vorne an der Schraube eingerastet. Da ist es ein bisschen einfacher. Da ist es nicht der Fall. Und seht ihr, da haben wir auch so schöne Verschraubungen. Und wir haben hier auch nochmal, ist so wie geklipst, die schöne Abdeckung. Weil die müssen wir mit euch natürlich auch demontieren. Greift da mit dem Finger rein. Nicht erschrecken, da kann nicht viel passieren. Da ist schon ausgerastet oder entrastet. Da ist noch verrastet. Seht ihr, und da sehen wir, dass da noch etwas stört. Am besten einfach die zwei Schrauben mal löse. Seht ihr? Dann können wir auch direkt schon schauen. Aha, da ist ja der Deckel von der Fahrzeugbatterie. Zack, seht ihr? Das waren auch so ganz normale Rastnasen, die man dann entfernen kann. Und die Fahrzeugbatterie, seht ihr, bei manchen Modellen ist es unterschiedlich. Jetzt bei diesem Modell bringt es euch nichts, hier die beiden zu lösen. Wieso? Weil hier ja die Strebe dazwischen ist und die stört einfach. Und wenn wir hier diese Plastikabdeckungen wegmachen, dann werdet ihr gleich noch was erkennen. Ja, seht ihr, einmal und da zweimal unter der Verkleidung. Hopp, die war gar nicht so dran. Da befinden sich zwei Vielzahnschrauben. Ich hoffe, wir bekommen die auch auf. Die müssten wir dann mit euch auch lösen. Und weil es so schön ist, müssen wir natürlich auch nach hinten. Da kann man auch schon erkennen. Seht ihr? Die Plastikabdeckungen, die liegen hier einfach bloß drin. Ist ganz lustig. An sich müssten wir ja nur das hier lösen. Seht ihr? Die beiden Sachen. Zack, die Schraube. Damit wir hier das Plastikteil wegbekommen. Und da ist natürlich auch der Deckel von der Fahrzeugbatterie. Und da ist halt etwas Schönes beim Audi. Was ich hoffe, dass es immer noch so ist, dass wir die Schrauben gar nicht lösen brauchen, sondern
nur die vorderen demontieren. Aber trotzdem müssen wir ja nach hinten. T25er oder maximal 30er Torx. Gucken wir gleich. Schrauben wir ab. Ah, jetzt sehe ich, warum das Ganze auch nicht richtig gesessen ist. Schaut mal. Hey. Hi. Papa. Ja? Was ist los? Du willst Papa helfen? Ich will gehen. Jetzt gehen wir, Papa, Maschinenko сделает und dann gehen wir schön spazieren, ha? Ja, mit Babys. Ja, mit Babys. Schaut mal. Hat irgendein Profi gemacht, Leute. Irgendein Profi. Und da wurde auch schon etwas geflickt. Was hier es klebt ja noch so schön richtig. Naja, nicht so schön gemacht. Nicht schön. Mann, Mann, Mann. Geld. Können wir ihn dann hinlegen. Und dann seht ihr, müssen wir hier trotzdem die Teilchen schön wegmachen. Die seitlichen. Damit wir hier an die Fahrzeugbattery drankommen. Seht ihr? Da einmal ist ja schon lose. Hat irgendeiner gedacht, nö, mache ich jetzt nicht fest. Schöne ist, bei denen musst du einfach nur hier draufklicken, also hier drauf drücken, dann kannst du den Hebel schon wegnehmen. So, hinten ist lose. Seht ihr, der Deckel. Deswegen fangt einfach von hinten an, nach vorne, dann geht es auch viel schneller. Das Werkzeug lassen wir da, alles lassen wir da. Und dann, wie gesagt, hier den Sitz wieder komplett zurück. Da habe ich das Werkzeug vorbereitet. Was meint ihr? Ah, ich glaube, ich habe falsches Werkzeug genommen. Das ist nicht ein 12er, oder? 12er ist nicht. 12er ist zu groß. Aber eigentlich logisch. Audi, VW, als ob die 12er oder 14er nehmen. Ist doch ein 10er, wenn der jetzt nicht passt. Aber doch, jetzt kann ich mich wieder zurückerinnern. 10er, bestimmt. Oh, jawohl. Schön, schön. Jetzt machen wir die auf und hoffen, dass die Schraube aufgeht. Weil öfters mal sammelt sich hier Wasser. Entweder wenn man mit nassen Schuhen reingeht, ne, und dann fließt das Ganze hier runter, dann oxidiert das Ganze nicht so schön. Deswegen nehmt einen Hammer, schlagt mal da ein paar Mal gegen und dann aufschraube. Wenn ihr merkt, dass es extrem schwer geht, bitte nochmal zudrehen und nochmal auf. So, was müssen wir nun machen? Am besten reinsetzen, gell? Yes, Baby. Seht ihr? Was ist das Praktische? Dass man das Ganze nach hinten einfach umklappen kann. Natürlich kann man den Sitz dann auch einklappen. Dann habt ihr umso mehr Platz. Zack. Audi, Technik, die begeistert. Könnt ihr auch nach vorne fahren. Seht ihr? Je mehr ihr den Sitz einklappt, desto mehr Platz habt ihr da auch. Juch, ich glaube, ich werde zum Millionären. Schaut mal, was da alles drin ist. Ist ja geil. Schatz, wir können gleich ins Restaurant essen gehen. Ich habe ganz viel Geld gefunden. Echt? 2 Euro Stücke. Okay, bei dieser Inflationsrate, was wir aktuell haben, oder welche wir aktuell haben, glaube ich, langt einmal hier ein Wassereis zu kaufen beim Lidl oder irgendwo. Also Leute, wie hinten auch, zack, hier.
drauf drücke, ja, seht ihr hier, dann geht es nach oben weg. Hier einfach gute Finger haben. Zack. Und dann holen wir das Ganze raus. Die Abdeckung haben wir draußen und da ist unsere schöne Batterie von Wata, die immer wieder tot geht. Und jetzt ab diesem Moment können wir den Motor auch ausschalten. Motor ausschalten. Neue Sprachfunktion. Und nun haben wir lauter Zehner. Einmal Masseanschluss, Zehner plus Zehner. Batteriehalter hier, Zehner. Da, Batteriehalter. Da aber am besten zuerst das Kabel wegmachen. Auch Zehner. Also, Minusabschrauber. Ihr könnt auch lieben gern, wenn ihr wollt, bei uns im Online-Shop ein Ladungserhaltungs... Warte, wie heißt das Ding? Ich kann es euch gerne mal verlinken. Da könnt ihr einmal in die OBD-Buchse rein. Bordnetz-Spannungs-Saver, oder wie der heißt. Ja, danei, und könnt an die Batterie anschließen, damit, sobald ihr das trennt, die Spannung nicht verloren geht. Aber das macht nichts. Also das macht wirklich nichts. Bei manchen Fahrzeugen, wo zum Beispiel... die neuen Fahrzeuge sind auch alle mit Transistoren und allem ausgestattet. Also die Steuergeräte schießt ihr auf keinen Fall ab. Was hier passieren wird, ist einmal, dass ABS aufleuchtet und ESP. Da muss man eine Runde fahren, dann ist das Ganze wieder angelernt. Radio hat auch keinen Sicherheitsschlüssel. Die Ford-Modelle oder viele andere Fahrzeuge haben das. Bitte euch davor erkundigen. Natürlich, ob euer Fahrzeug sowas hat, dann braucht ihr den Code, aber ansonsten ganz normal Schraube. Also wie ich gesagt habe, einmal weg, zweites Mal weg, Batteriehalter, Pluskabel weg und hier auch den Halter wegmachen und schaut, dass die Pins nicht aus Versehen irgendwie dagegen rutschen. Oh, zack, wir haben auf einmal wieder Spannung. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Ne? Einfach hier irgendwas drumherum machen. Was auch nicht so schön ist, was ich gerade gesehen habe, ist einmal, dass das Kabel, seht ihr hier, beschädigt ist. Das werden wir auf jeden Fall noch abisolieren. Und ganz wichtig, bevor wir die Batterie rauslupfen, müssen wir einmal hier die Entlüftung abstecken und danach wieder dran. So, alles ist ab. Die Battery kann raus und die neue eingesetzt werden. Und danach alles in der umgekehrten Reihenfolge wieder verbauen. Siehst du, irgendwas habe ich da vergessen. Hä? Das gibt's doch nicht. Gibt's ja noch eine Haltung? Nee, gell? Er hat die da so reingequetscht, keiner. Seht ihr, die wird da noch gehalten, unten. Und fokussier. Da. Das bedeutet, wir müssen erst nach hinten. Jetzt sind wir hinten. Und dann können wir die Batterie auch rauslupfen. Seht ihr, jetzt geht's. Leute, schaut mal, was mir der Jörg gerade eben gezeigt hat. Wisst ihr, wie man bei einem MX-5 aus dem Jahr, was ist das für ein Baujahr? Boah, der MA, wann ist der gebaut worden? Bis 2004, glaube ich. Wie man das Handbremseil nachstellt. Also man stellt im Endeffekt eigentlich erst den Kolben nach, gell? Kolbenspiel? Das heißt, man hat hier eine Verschlussschraube, die dreht man einfach heraus, zeigt man die Schraube. Egal. Und dann hat man hinten, was ist das, ein Imbus oder ein Torx? Vierer Imbus. Vierer Imbus. Und dann bis zum Anschlag und dann lösen, bis es halt genau so schön leicht schleift. Und das Handbremsseil selber noch einmal, wenn das ein bisschen lommelig ist, oben, kann es genauso noch stellen. Aber immer zuerst hinten, dann vorne. Alter, geil. Wieder was gelernt? Hammer. MX-5. Wisst ihr, wenn man erkennt, ob man ein guter Vertriebler, Verkäufer von Diagnosegeräten ist? Wenn ihr irgendwo in den Laden kommt
Und ihr seht, dass da nirgendwo Fingerabdrücke drauf sind. So wie hier. Nach dem heutigen Arbeitstag, so wie hier. So wie da, also bei jedem Gerät. Dann bitte die Finger von weglassen. Ich glaube nicht, dass da einer daneben steht und die ganze Zeit versucht, die Diagnosegeräte einzureiben. Nein, er hat sie noch nie in der Hand gehabt. Der benutzt sie gar nicht und er kennt sich damit gar nicht aus. Und bei uns ist alles offen. Wir arbeiten damit tagtäglich und testen die Geräte tagtäglich an verschiedensten Fahrzeugen. Deswegen können wir sagen, dass die Geräte einfach 1A sind. Und top dann. I love you. Hammer. Okay, Evi? Ja. Ich stopp dann gut? Ja. Wieso? Weil es gute Autos und ich sehen kann, ob die einen Fehler oder keinen Fehler. Ja, können wir Steuerung vornehmen und dort. Guck mal, sie kennt sich schon gut aus. Also, nichts wie ab. Sich mit Diagnosegeräten auskennen, dann seid ihr eine 1A Kfz-Werkstatt. Und ja, Leute, bei dem Audi habe ich natürlich die Batterie auch angelernt. Da gibt es auch verschiedene Videos von uns, wie man die Autobatterien anlernt. Man geht einfach auf Wartung, wählt die Batterie aus, wählt die Sonderfunktion aus. Bei VAG-Fahrzeugen natürlich über die geführte Funktion. Und dann ist das Ganze auch angelernt, dann weiß auch euer Steuergerät, wie er die neue Autobatterie auch zu laden hat. Weil ansonsten verbaut ihr eine neue Batterie, er lädt sie so wie die alte oder die damals eingespeichert war und dann kann sie genauso schnell einfach kaputt gehen.